Elektromobilität ist umweltfreundlich, ressourcenschonend und die eigene Ladestation ein wichtiger Schritt in Richtung Energiewende. Das GreenTech-Unternehmen Salzburg AG ist stets bemüht, die besten Produkte für ihre Kundinnen und Kunden anzubieten. Dafür gibt es in Sachen Ladelösungen sogar eine eigene Taskforce. Hallo, ich bin Susanne, arbeite bei der Salzburg AG bei Customer Markets und bin Product Owner bei Einfachladen. Also in den letzten Jahren haben wir eben festgestellt, dass die E-Mobilität extrem anfängt zu boomen. Hauptsächlich derzeit nur bei den Businesskunden, aber die Privaten ziehen jetzt schon vermehrt nach. Und das spüren wir in unsere Anfragen. Beim Einfachladen-Projekt geht es hauptsächlich um E-Mobilität, um unsere Wallboxen. Das sind Ladelösungen für unsere Kunden. Und wir beschäftigen uns damit, dass wir den Prozess upscalen, dass wir möglichst viele in möglichst kurzer Zeit errichten können und das abwickeln. Hallo, ich bin die Sandra, 30 Jahre alt, arbeite in der Salzburg AG in der Abteilung Digital Innovation und bin Scrum Master im Einfachladen-Team. Scrum bedeutet, dass man interdisziplinär zusammenarbeitet. Man versucht auch in kurzen Zyklen zu arbeiten, um eben so schnell wie möglich eine Optimierung hinzubekommen und flexibel auf äußere Einflüsse dann auch reagieren zu können. Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter unterschiedlichster Abteilungen wie Marketing, Produktmanagement, Technik, IT und Vertrieb arbeiten hier zusammen. So kann der gesamte Prozess durchleuchtet werden. Hallo, ich bin die Lisa Reischl, ich bin im Team Einfachladen und ich und mein Team, wir schauen, dass die Wallboxen wirklich beim Kunden montiert werden und in Betrieb genommen werden. Die größten Herausforderungen sind eigentlich, dass wirklich jeder Kunde die Lösung kriegt, die er sich erwünscht. Es gibt die unterschiedlichsten Gegebenheiten von Privatkunden mit einer Wohnung und einer Tiefgarage bis zu großen Unternehmen mit Freiflächen, Parkplätzen und wir schauen eben, dass jeder die Lösung bekommt, die er braucht. Also wir merken, dass die Leute jetzt wirklich auch auf diesen Zug aufspringen und dass sowohl bei der PV-Anlage als auch eben bei uns bei der Elektromobilität die Nachfrage wirklich sehr steigt, ja. Beim Projekt Einfachladen zählt die enge Abstimmung. Der tägliche Austausch, egal ob online oder physisch, ist dabei besonders wichtig. Das erste in der Früh ist das Stand-up. Das bedeutet, dass wir uns als Team nochmal zusammenfinden und darüber sprechen, was steht heute im Plan, was ist gestern noch passiert, beziehungsweise wo brauchen wir untereinander dann nochmal Abstimmungen und wo brauchen wir Unterstützung von gewissen Teammitgliedern. Das ist einfach die Vielfältigkeit, die mich jeden Tag erwartet. Also ich habe nie eine gleiche Woche, unterschiedlichste Tätigkeiten und es ist einfach auch total super, dass man sich mit unterschiedlichen Kundengruppen abstimmt, also mit dem Endkunden, mit unseren internen Stakeholder, aber auch mit den Leuten, die das nachher intern umsetzen. Was mir Spaß macht an der Arbeit in dem Team ist, dass wir den Kunden bei seiner persönlichen Energiewende unterstützen können. Bereits im letzten Jahr konnte das Einfachladen-Team eine Verdoppelung der verkauften Ladepunkte erzielen, die Tendenz stark steigend. Wenn Sie Interesse an einem Job bei der Salzburg AG haben, dann klicken Sie gerne auf www.salzburg-ag.at/durchstarterin.